So, weiter geht's mit F1 2020 aus Monaco. Ja, ich klinge sehr, sehr begeistert, aber das hat folgenden Grund. Gucken wir aufs Wetter im Rennen morgen. Ja, Regen. Auf das vor allen Dingen schon auf so einer extrem schwierigen und komplizierten Strecke. Schauen wir mal, ob wir das irgendwie auf die Reihe bekommen. Rang 19 ist natürlich nicht das, was ich mir so erwartet hatte. Zumindest nicht, was im dritten freien Training so passiert ist. Aber es macht zumindest ein bisschen Hoffnung für mich. Ein bisschen. Ich erwarte irgendwo letzte Reihe, vorletzte Reihe mit ein bisschen Dusel. Vielleicht nochmal eine Reihe davor, aber viel mehr wird es nicht. Ich denke, dass wir, wenn wir mit ein bisschen Glück auf 18, 19 kommen, können wir eigentlich für das Rennwochenende schon zufrieden sein. Punkt. So. Fit nicht einfach werden, liebe Leute. So, da sind wir. Und wie gesagt, wir sind sogar im Fürstentum von Monaco. Und ich fahre mit dem Spieltrockset. Vielleicht habe ich ein bisschen Glück und also ein bisschen auf die trocken. Und wir schaffen es vielleicht mit auf nass. Und wir haben vielleicht ein bisschen Glück, ein bisschen nach vorne zu kommen. So, mal ein bisschen dazwischen klemmen zwischen den. Wo ich das mal den Abstand. Weil jetzt irgendwo sich dazwischen zu klemmen, das ist toll. Und ich hab Hamilton, ich weiß gar nicht, Bottas oder Hamilton das war. Ja, 18 Minuten Qualifying heißt für uns Zeit eigentlich mehr als genug, hier eine gute Zeit zu setzen. So. Mein Sitz ist dort wieder eingestellt. Wir wollen hier die Jungs da hinten vorne, die Williams, die sollten wir versuchen zu packen. Wollen wir nicht am Ende der Saison abrutschen? Bis jetzt haben wir sie relativ gut geschlagen, außer in Hanoi. Deswegen, es geht um Geld. Ein Platz weiter vorne bedeutet wieder richtig Kohle. So. Deswegen ist es wichtig, auch diesen 10. Platz momentan immer in der 4-Team Williams zu halten. So, den Red Bull dahinter mir werde ich definitiv nicht einbekommen, aber den jetzt vorbeizulassen hier kostet uns Zeit, die wir vielleicht gut gebrauchen können. Gucken, was euch die Zwischenzeit bringt. Der Vorteil ist beim Regen, dass wir nicht in die Box müssen. So, Valtteri Bottas 1,12 irgendwas gerade gefahren. Das scheint also doch auf trocken zu sein. Und wir haben momentan unsere Wochenbestzeit mit 1,14,5. Habe immer noch 3 Sekunden in den Mercedes. Also das ist alles anders einfach. Wir haben eh freie Reifenwahl im Rennen, deswegen müssen wir, können wir auch pushen. So, jetzt soll der Verstappen hinter mir mal ein bisschen weggehen, aber der fährt immer schnell eine Runde. Wir allerdings auch, daher ist es eh egal.
Okay, das war's. Fahrer vor mir. Jordan is ahead of you. Their best lap time is a 1:14.2. Okay, da müssen wir noch mal ein bisschen strecken. 14:2 für King, das ist nicht gut. Das steht da damit vor uns und ich möchte gerne vor ihm landen. Jetzt hab ihn. Das tappt man auch nur auf 6, aber liegt daran, dass er war. Less than a lap of fuel now. The tank is empty. Perez. Geil. Immer obligatorischer Flügelschaden. Mind that front wing. It'll need replacing if it takes too much damage. Aber wir haben momentan unseren Teamkollegen gepasst. Nur Russell, der liegt momentan gut vor uns. Fahrer vor mir. Russell ahead. Their best lap time is a 1 minute 13. Damit haben wir mal die Zeit versucht zu setzen. Okay, take it easy on the car. We can't sustain this level of damage. So, der nächste, der hinter uns landet, irgendwann ist Kwiat, der ja auch nur auf 10 steht. Also wenn das wirklich so... Oh. Ja. Ich lasse jetzt mal ein bisschen Platz. So, Vettel. Lewis Hamilton. Ja, ich muss jetzt irgendwie gucken, ob ich in die Box komme. Das tut mir jetzt gerade für euch leid, Albon. Oder Alpha Tauri da hinter uns. Ich glaube, dass das Dings war, Gasly war. So, man kann das jetzt komplett anfangen zu regnen, wenn das Training zu Ende ist, sind wir sogar auf 11. Ja, ein bisschen müssen wir noch. So, mal kurz den Flügel schauen. We've had to spend time repairing the damage to the car. Our best lap so far is a 1:14.1. 13:9 müssen wir, glaube ich, fahren als nächstes. Was haben wir denn da so für Zwischenzeiten? Ja, 18. Platz momentan. Das ist knapp dahinter, hinter Verstappen und hinter Russell. Wobei Verstappen nur eine Momentaufnahme ist, den haben wir ein bisschen aufgehalten. Der müsste locker seine Zeit auch packen können. Ja, wichtig ist, dass wir vor dem Teamkollegen bestehen, dass wir 18. momentan sind, dass wir gut dabei sind. Kwiat, der wird vielleicht nochmal... Kwiat und Leclerc, die beiden werden auf jeden Fall nochmal ihre Zeiten setzen müssen. Ja, wir haben auf 20. Mit ein bisschen Glück könnten wir auf 19 fahren. Ich denke, mehr wird nicht drin sein. So, gut. Hamilton in der Box. Oder in die Box jetzt. So, Albon auch. So, 2-minütige Pause und dann komme ich wieder.
So, wie gesagt, jetzt sind wir wieder da. Und auf geht's. Auf die nächste Strecke. Also auf die Strecke. So. So, zählen 200 und dann kann man die Zeit von Russell vielleicht packen. Dann werden wir auf 17 da vorne den 2,2, da fehlt uns irgendwie noch 13,6 oder 13,7 ist der gefahren. Ja, müssen wir auch gucken, was wir hinkriegen. Let's go. Hinkriegen. Ja, viel verloren jetzt gerade. So, da hätten wir die ominöse Verstappen-Zeit, die Zeit von Russell. Aber ich versuche nochmal eine Runde zu setzen. Natürlich. Welch eine Überraschung, dass ich eine Session ohne Flügelschatten abgeht. Und dann Weltklassezeit, Platz 7. Ja, da waren wir mit Abkürzen dabei. Boah, jetzt kommen natürlich alle raus. Und ich versuche jetzt gerade bis von der Ideallinie runterzukommen, damit ich nicht alle irgendwie im Steg stehe.
Ja, bis auf Kimi Räikkönen haben wir jetzt alle kassiert. Aber wie gesagt, momentan 13-0. Ich weiß nicht, wie gesagt, klar, weil die ein bisschen mit ein bisschen abkürzen. Irgendwo habe ich jetzt gerade zufällig gesehen, aber ich hoffe, dass es nur die Zeit reicht, um mal was rauszuholen in diesem Rennen. Vielleicht haben wir ein bisschen Glück und schaffen es mit Intermediate fahren. So, 6 Sekunden haben wir noch. 3, 2, 1. So, Qualifying ist durch. So, die Frage ist, ob da noch irgendwelche Zeiten jetzt purzeln. So, was wird am Ende rauskommen? Ich habe 14, wenn ich es richtig gesehen habe. Wir sind alle bereit für das 12. morgige Rennen, aber bevor es losgeht, sogar werfen wir einen kurzen Blick auf die vorderen Oder? Plätze ja. der Startaufstellung. Hamilton, Vettel und Valtteri Bottas. Fürs Erste verabschiede ich mich von Ihnen, aber richtig los geht es ja ohnehin erst morgen. Seien Sie auf jeden Fall mit dabei, wenn es ums Eingemachte geht. Ja, am Ende ist es Platz 11. Wie gesagt, die Strafe von Carlos Sainz. Da wurde der irgendwo noch eine plus 5 bekommen, warum auch immer. Aber er hat sie bekommen und damit stehen wir auf, wie gesagt, einen Platz weiter vor. Er müsste dann auf 12 zurückrutschen und wir dürften dann 1 vorrutschen. Das ist gut, das freut mich. Und das würde tatsächlich noch eine Chance geben, morgen irgendwie was mitzunehmen. Ein Pünktchen oder zwei, vielleicht irgendwie. Monaco ist ja immer so ein Grand Prix, wo halt immer viel passieren kann. Ich hoffe, dass es morgen passiert. Aus unserer Perspektive war das ein aufregendes Rennen. Wie war es aus Ihrer Sicht? Sind Sie zufrieden mit Ihrer Startposition im Rennen morgen? Was denken Sie über die Leistung dieses Teams in dieser Saison? So. Danke für den Kommentar. Ja, danke schön. Und tschüss, Claire. Und dann ja, mache ich jetzt heute meinen Feierabend. Wir sehen uns in der nächsten Folge bei F1 2020 wieder. Und dann geht's ins große Rennen. Wie gesagt, auch wenn die ein bisschen geschummelt war, die Position, ich bin mehr als zufrieden. Und wie gesagt, wenn wir dann irgendwas morgen holen. Umso mehr. Gut, dann war's das. Wir sehen uns morgen wieder und dann geht's ins Rennen. Ins Großpreis von Monaco im Starkring.